Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Ja, Hühnerstall geputzt, alle draußen, Sandbad machen sie. Na? Oh, habe ich dich gestört beim Sandbad? Und ihr habt schön gebadet. Ja, wir putzen hier ein bisschen. Mini, mini. Und du passt auf deine 8 Küken auf. Sehr gut. Hier könnt ihr mal sehen, die Kinder spielen hier. Da guckt der Teddy da hinten. Wir machen das Loch da rein. Guck mal, wie tief der gebuddelt hat. Boah. Die Lana ist hier drin. Mausi, guck mal. Komm schnell. Die Lana ist ganz tief in dem Loch drin. Guck mal. Guck mal. Ganz tief. Also wirklich. Gehst du da auch mal rein? Der hat Angst. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich hab Angst. Kommst du auch raus jetzt? Ja, der ist super kalt, wenn du da... Pass mal auf, dass es nicht runterbricht da. Keine Ahnung, geh da weg. Von da oben nicht treten. Oh, du hattest recht, ich hab verloren. So. Ja, der Boris ist wieder in the town. Ja, ich übe mit ihm, dass ich dann irgendwann hier eine Spritze setzen kann. Gell, immer mal wieder hier kneifen. Welches Outfit ist schöner? Welches Outfit ist schöner? Jetzt habe ich Licht an. Mir gefällt links besser. Das klassische ist nicht so mein Ding. Ich mache es pompös. So. Hier die ganzen Steine mal raus. Gell? Oh, kommt ihr raus und guckt mal, was hier los ist. Ja. Hier haben wir, man weiß ja nie, ob sie schwanger sind oder nicht. Ne? Mal ein paar neue Häuschen gebaut. 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt. Für 4 Schwangere. Na, können sie sich aussuchen. Gut, die wurde behandelt. Eine, die hat wieder Krätze an der Nase und an den Pfoten. Habe ich gleich wieder gemacht, gell? Jetzt müssen wir die Steine irgendwie organisieren. Ja, und da irgendwas hinmachen. Keine Ahnung. Ja, Boris, da guckst du, was ist das für ein Loch? Hä, wer ist jetzt da drin? Immer noch? Bist du immer noch drin? Ja. Süß. Ja, nur gucken, dass da niemand drauf tritt. Oh, Entschuldigung. Hey. Oh, du armes Mäuschen. Ist das ein aggressiver Kater, gell? Ja. Also, nee. So ist es hier bei uns. Kommt die Sahara, die hat auch gebuddelt für ihr Leben. Da unten, da ist auch voll. Das sind Buddeltypen. Ah ja, Hasen und Schildis, die buddeln hier Löcher ohne Ende. Die passen gut zusammen. Gut. Ja. Genau. Er tut sogar meine Sahara hier. Du Boris. Die hat dir nichts gemacht. Die will nur in ihr Platz. Hörst du nicht. Bambi kommt. Na, ist besetzt der Platz. Da ist schön kühl, hä? Wie süß. Bambi, du Hübscher. Diese Augen. Magie. Also ich habe noch nie so braune Kateraugen gesehen. Oder Katzenaugen. Ja. Maischi. Ja, das ist ein Schmusetiger. Boris, nicht vor die Linse laufen. Mausi kuschelt. Oh, guck mal, wie schön, wir haben hier geputzt. Du tanzt. Mhm. Alle Viecher da, ich sag's euch. Gell? Hey, bockst du gegen mein
Ja, die will boxen. Und du jaulst wieder rum. Ja, bleibt ihr im Stall? Ich glaube, ich stehe gleich wieder rein. Dann musst du mal Ruhe ausmachen. Ich will hochgucken. Der voll boxt hier mich. Ich mache immer. Hey, leckt meinen Arm, der Kleine. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hinhalten soll. Überall sind süße Sachen. Ja, die Filigrane. Okay, jalla. Ach, du kommst auch. Alle da. Hey, Boris. Also, nee, ich bin so hochgehüpft. Okay, Leute. Madame Lana, komm, pss, 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 lecker, lecker. Ja, der Boss muss zuerst essen, gell? Guck mal, die Hilos kommen schon. Edi. Die Hilos. Ja, Hammer. Du traust dich was. Und das Schwänzle da. Hohe Angst. Ja. Heide, nein. Ich habe gedacht, die kommen nur, die ziehen wir ein bisschen groß und dann fertig. Wenn überlegt, oh, da kommt noch. Oh, was ist jetzt? Da kommt noch die andere Mutter mit ihrem Kind. Guck mal, die, das ist eine neue Katze da. Da dachte ich, das ist die Mutter von Boris. Guck mal, wie der hochguckt. Was willst du jetzt hier? Der Hihi. Pss, pss, pss. Also. Leute, es ist doch hier Hammer. Ja, fein. Na, mal kurz gucken. Schildi haben wir neu auch gemacht hier. Da können sie alle vier schlafen. Vier Wohnungen. Hihi. Jetzt kommt Maghreb. Guck mal, wie der aussieht. Ganz nah jetzt. Heide, nein. Ja, Olli, der Boris frisst lang, ich weiß. Was soll man machen? Fein. Fein. Ich habe gerade geblinzelt. Der Hihi ist gekommen. Fein. Leute, wenn man den mit Augensprache so blinzeln, der wollte ja vorher weg, der oder die. Ja, und dann tue ich sie angucken und blinzeln und gucke immer weg. Nie lange angucken, die Katzen, immer blinzeln. So die Augen zumachen, aufmachen und immer wieder so. Dann seht, das bedeutet, du brauchst keine Angst haben. Wenn man die anstarrt, dann haben sie Angst. Der Hihi geht da jetzt zum...
Braha, braha, braha. Habibti, braha. Was wollt ihr jetzt? Gar nichts. Hm? Oh, das ist Fnac. Amelia B. Unter dem Sack. Für ihr Habibti. La Mishena. So, Bambi kommt auch. Jetzt ist Boris fertig. Lana hat sich hier hingesetzt. Er frisst immer noch, der braucht lange. Er hat ja noch Babyzähnchen. Das ist doch dein Kumpel. Ah, jetzt kommen sie wieder. Ah, Gaetani. Jetzt müssen wir beobachten, ohne Schwätzen. Können die sich angucken? Interesting. Jetzt kommt der wieder. Ich glaube, das ist ein Männchen, oder? Sehe ich da was im Hintergrund? Uah. Guck mal, jetzt kommen die Katzen hier und scheuchen den weg. Oh, ist das gemein. Ja gut. Der Hihi kommt von oben. Zu seinem Bruder. Die Hasen sind total relaxed, die kennen das. Der Hihi weiß nicht, wie er runterkommt. Wie komme ich da runter, Mensch? So schön das Gebet.
Zen, die Sheikh Goa Helukhala, Sot, Sah. Die Arf Mindi. Guten Morgen, ich habe jetzt gecheckt, der möchte einen eigenen Napf haben. Deswegen frisst er nicht mit den anderen. Heute frisst er wieder trocken, Pansen. Miu ist wieder da. Ja, und ich mache die Toilette. Hiller sind auch am Start. Ja, alles da. Na ihr, jetzt sind sie in Spiellaune. Die gucken noch, die Hillers. Bambi, lecker, lecker. Bambi. Der will mit Miu spielen. Miu ist da oben. Oder ist das Ziggy? Ich verwechsel die immer. Guck mal. Ja, ja, das ist Miu. Der Ziggy traut sich noch nicht da hoch. Pss, 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 pss. Ja, die spielen immer. Na gut, da bist du, Ziggy. Ja, was macht die da? Super, gerade sauber gemacht, hat schon der Bambi reingepieselt, jetzt kommst du auch. Aber wenigstens hat er hier sein Geschäft gemacht, das große, da hinten. Da hinten ist die große Katzentoilette. Die Lana. Die spielt mit dem Playmobil-Dings. Ja, dann mache ich mal die nächste Runde. Ist hier noch was drin? Ah ja, der futtert noch in Ruhe. Dann mache ich die Tür zu, dass keine anderen Katzen kommen. Der mag nämlich in Ruhe fressen, der Prinz. Geh, Ziggy, du kleiner Ziggy. So. Hasch? Lea und die Kitty. Reifer? Ja. Also, lass mich mal kurz. Ich muss das Kaffee. Ich will den Superman anziehen. Du ziehst dir jetzt das Superman-Kostüm an, Maschi. Oh. Ich will mal kurz gucken, was ihr da macht. Ich habe mich aufgedreht. Aua! Oha, du bist über meine Füße gerollt.
Braha, Ahmed, Braha. Was ist hier los? Es ist eine Geburtstagsparty. King Kong hat Geburtstag, sagt der Jonas. Und der hat Mundschutz an. Hat er Corona? Ich habe es ihm geschenkt. Ich habe gesagt, ich habe das wichtigste Geschenk. Immer wenn er rausgehen muss, muss er unten Masken anziehen. Mhm. Und das sind die Gäste von ihm. Er ist sein Freund. Das sind eher die Philipp. Der hat nur meine Familie. Guck mal, das sind die ganzen Stofftiere. Lass uns mal gucken. Es kommt das Superman-Kostüm. Die möchten jetzt hier Musik anmachen und für ihn tanzen. Für den King Kong. Jonas will boxen, das weißt du noch gar nicht, was er will. Tanzen und Geburtstag machen hier für King Kong. Heide, nein, mir fällt nicht. Heute fällt mir die ganze Zeit die. Wie heißen denn diese Affen, die großen wie King Kong? Gorilla. Also, nee. Richtig. Für Gorilla. Aber erst hat er ihn Äffchen genannt. Da dachte ich, oh, guck, Musik King Kong, bei beiden Händen. Der größte Affe, der größte Gorilla der Welt. Szenenwechsel. Jetzt sind die Hühner drinnen, draußen. Und die Ziegen im Stall. Gell? Die Katzen wollen wieder Futter. Every day the same procedure. Ja, schaut, warum? Ihr habt noch anderthalb Stunden. Gell, Boris? Keine, nichts machen. Lass die Küken. Ich mache euch mal Platz. Hier unten sind bestimmt noch ein paar Körner. So. Können sie ein bisschen scharren. Ja, die verfressenen Ziegen. Guck, das ganze Heu ist da. Wenn ich die Esel rauslasse, die fressen wie nichts los. Verwöhnte Ziegen. Guck mal, wie schön der Prinz Eisenherz wird. Ja, ist ein schöner Hahn. Masha'Allah. Der Exel steht da nicht so schön da. Aber der hat schon Nachkömmling. Der da ist auch so ein Exelverschnitt. Aber mit Halsbefiederung. Ja, da guckt der Prinz. Der ist sauer. Ich habe mal wieder heute ihn forminiert. Oder wie heißt das, mit dem Forminator bearbeitet. Wieder ein paar Knoten raus. Wir haben jetzt ein paar Tage nichts gemacht. Ja, das gefällt dem nicht. Aber es ist effektiv. Heute haben wir wieder so 5 Knoten oder 10 Knoten raus. Ja. Da wuselt's. Mahmoud ist auf dem Feld. Der bringt Bersin. Also wenn ich sage, Mahmoud ist auf dem Feld, ist er nicht tagelang oder stundenlang. Wenn er Bersin holt, dauert es eine Stunde, dann ist er wieder da, maximal. Und wenn er Unkraut jätet, hat er Arbeiter, da ist er dann 3 bis maximal 5 Stunden unterwegs. Davon aber eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und 3-4 Stunden arbeiten am Feld. Also das hält sich in Grenzen. Alhamdulillah. Nur eine Zuckerrohrzeit, da ist viel zu tun. Da gucken sie, die Ziegen. Ja. Gut. Betty, Betty, husch. Betty, Betty. Christel.
Oh, die haben wir vergessen. Eine Christel. Es wäre schön gewesen, wäre es so gut gelaufen. Jella, kommt. Kommt her. Jella, Barra. Komm. Jella, Peps. Peps. Ich hoffe, hast du mir das Ei gefressen hier? Ja, das hat er mir kaputt getrampelt. Die Ziegen, ey, die sind unmöglich. Jalla, Barra. Barra. Christel, geh wieder rein. Geh rein. So. Auf die Hühner kannst du dich verlassen. Die hören aufs Wort, gell? So, Bambi ist wieder da. Gell, Bambi? Ja. Du hast Futt gefuttert? Alles klar. What? Koha. Koha, what you say? Koran. Why you make this Egyptian way? This is not nice. Then they are afraid from the hands. With this bravo. Bravo, bravo. You're so aggressive today. Aggressive. Full aggressive. Aggressive husband. You don't see aggressive. Hi, Denai. You make him wet today? To return him back. Outside. Mesh. He was running. He was making the garden. Mesh. Think you can bring the Gedi. Bring here, I'm missing it here. We don't need more stress here. بعطيها لأسبوع أنا أجيب لها أكل وشرب هناك. صح؟ أيوة عشان she must also stop to give milk. This is the best. Take it وخليها عندي شهر. مية نقول لها visitor day. نقول لها محمود will bring for you. Okay, we think. Then we have one day stress. These children screaming like a crazy. Aywa, think. Mahmoud sagt jetzt, wir sollen die zum Bock bringen. Mahmoud bringt jeden Tag Futter dorthin. Und die zwei werden sich dann die Seele aus dem Leib schreien, aber die haben jetzt genug getrunken, sagt er. Na ihr, trinkst du noch bei der Mutter? Mit den Glocken. Da trinkt man immer bei der Mama, sa? Ja. Du, Boris, Habibi, hier immer reinpieksen. Gell, so Massage machen, dass du dann irgendwann die Spritze nicht merkst. Ja. So. Das ist Maghreb. Amen. Lana. Ich bin gerade erschrocken, wenn es von außen aussah. Kommst du auch rein? Na gut. Mal kurz gucken, ob hier alles gut ist. Wenn mehr Babys. Also.
Nee. Hast du da was gebaut? Niemand baut hier. 2, 4, 5. Hä? Müssen noch 6 sein. 1, 2, 4. Ach so, 6, ja. Habt ihr so viel Heu? So viel Futter. Komm, Bambi. Komm. Komm raus. Nee, Olli, brauchst du nicht auch noch zu den Katzen, zu den Hasen. Komm. Komm, Bambi. Ja, komm. Ja, hier sind die Häschen drin, die Mamas. Komm, die sollen hier Babys kriegen. Ja, Leute, es ist gang und gäbe im Ausland, in Deutschland nicht, dass die... Hey, Boris! Dass die Mütter, mit, also dass die Kaninchenmamas zusammen sind in einer Gruppe und dort, ne, so wie ich es jetzt mache, ihre Kinder kriegen, ihre Babys werfen. Und egal, wen ich angeschrieben habe, von deutschen Kaninchenzüchter, die sagen alle, was ihr sagt auch, die werden zerfressen. Aber es gibt Internetkanäle, wo man das ganz genau sieht, dass das nicht der Fall ist. Das ist halt das deutsche Bild, was man so gelernt bekommt. Aber die Praxis sieht halt anders aus. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann das auch so machen. Ne? Wenn die so in einer Gruppe sind, ist es kein Problem. Klar, sobald ein Wurf ist, tue ich dann den Rammler raus. Gell? Und da wird jetzt kommt bald der Munjes, hoffe ich mal demnächst, und baut dann hier die Türen. Das wird dann weggeschlagen hier. Dann wird hier eine Tür hochgebaut, dann wird da ein Rammler sein. Und einer halt draußen. Und sonst machen wir die dann da hinten hin. Und wer weiß schon, was irgendwann ist. Vielleicht wird es auch mal ein Rammlergehege. Das machen wir dann auch noch zu. Man weiß es nicht. Und Schildkrötengehege kann man ja immer irgendwo mal kurz hinbauen. Also, es ist alles möglich hier. Bist du gerade auf der Toilette? Gell, Bambi? Ja, gut. Okay, Leute, das war's im Video. Wir haben immer irgendwas Pläne. Hier im Winter will ich hier zubauen, dass wir hier die Terrasse schön machen. Das gefällt mir nicht, das Eck da oben. Aber da haben wir noch Zeit. Wir werden sehen. Ich muss ja auch irgendwann mal nach Deutschland. Da müssen wir auch noch ein bisschen Geld zur Seite legen. Und immer nur bauen. Wir müssen ja auch mal die Eltern besuchen in Deutschland. Kostet auch nicht wenig, so ein paar Flüge. Ja, müssen wir erstmal nach Kairo die Pässe machen. Aber das kommt alles noch. Okay, bis die Tage. Masilema. Bye, bye. Der Murmelspieler. Tschii, Bambi. Ist ja cool. Guck mal, hier ist auch noch ein. Die Lana auch? Ja, die Lana auch. Tigi, aber meistens tut es immer so werfen und fangen und halten. Die leuchtet nicht so. Na gut, dann geht die hier ist besser. Die müssen leuchten, glaube ich. Da ist noch eine neue. Goldig, neues Spiel, ein Fundspiel, sehr gut. Zeig ich noch kurz den Sonnenuntergang. Guck, wie schön. Der Boris hat das Spiel kaputt gemacht. Ah ja, ist ein böser Kater, der ist eifersüchtig. Schaut mal, wie schön. Mach mal Licht aus. So. Liebe Grüße aus dem ruhigen Dorf.